So, moin meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei unserer luftigen Reise hier über der verseuchten Erde von Forever Skies. Ja, ich will mal gucken, dass wir heute echt mal durchkommen hier. Wir haben ja gestern hier diesen Hyperthermie-Booster gebaut und ja, es muss ja mal weitergehen. Kann sich ja nicht alles nur auf dieser Station abspielen. Wir werden auch wieder die Aufzugfahrten aussparen. Ne, müsst ihr euch nicht immer antun hier. So, aber wir müssen jetzt mit der Hyperthermie-Zeugs nach unten. Also, bis gleich unten. So, da sind wir wieder. Ja, ja. So, erstmal habe ich noch einen Tipp bekommen, dem ich nachgehen möchte. Wie war das noch? Wir mussten, glaube ich, hier hoch. Na? Weiß nicht, ob das hier lang war. Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube, hier war das noch nicht. So, jetzt lass mal eben hier gucken. Hier war das Teil. So, Sauerstoff hat er. Und zwar, guck mal, da ist auch noch mal Schrott. Plastikschrott. Ja, hier. Nee, hier war das. Oh, da war das mit der Leiter. Oder wie war das noch? Nee. Es gab noch eine Stelle, an die ich musste. Jetzt muss ich das erstmal wiederfinden, ne? Hey, ah, habe ich mich jetzt erschreckt. Wir müssen mal kurz gucken. Da war das doch wahrscheinlich eher hier hinten nicht, aber hier hoch, ne? Meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es gleich sehen. Doch, doch, hier. Hier ist was zum Atmen gewesen, genau. Und hier drüben ging es dann raus, ne? Erstmal ist mir beim Schneiden aufgefallen, als wir gestern das Ding da gescannt haben, dass ich gar keinen Scanner in der Hand hatte. Sondern die Messerarmbrust. Messer habe ich aber mit. So. So, diese hier. Hat er die jetzt eingesackt oder nicht? Nee. Die ist da runtergefallen. Na toll. Die liegt da gleich bestimmt noch. So, und jetzt kann man mit der Armbrust wohl diesen Kasten da öffnen. Aber hier, man sieht auch gar nicht, dass man damit interagieren kann. Deswegen danke nochmal für deinen Tipp, liebe. So, guck mal. Ah, aua, aua, aua. Ah, Mist. So war nicht der Plan. Wo war denn hier die Luft zum Atmen? Oha. Ah, jetzt, ja, ja, jetzt habe ich kapiert. Jetzt ist die Leiter nämlich runtergefallen. Dadurch, dass wir diesen Kasten angeschossen haben. Genau. Dadurch ist hier die Leiter einfach nur runtergefallen. Jetzt können wir das Ding hier noch eben aufsammeln. Die Meteoritenbohne. So, die können wir uns nochmal eben angucken hier. Nahrungsmittelressourcen. Bio. Meteoritenbohne. 5 Nahrung. Oh, hier Potassium. Sehr gut. Das ist doch gegen unseren Virus. Oh, die muss ich kochen. Gegen diesen komischen Vertigo-Virus hilft die. Ja, und jetzt haben wir hier die Leiter, die wir jetzt hier benutzen können, um zum Beispiel hier wieder hochzukommen. Okay.
Olander. Trinken. So, das heißt, wir können den Virus heilen jetzt. Ja, ich mach ja schon. Bin ja schon unterwegs. Aber wir müssen nach oben, wir brauchen Nahrung. Also bis gleich. So, dann kochen wir uns doch mal die neue Pflanze hier. Die hier. Nehmen uns das Wasser noch mit. Dann würde ich nämlich danach direkt im Anschluss schon mal hier den grünen Koriander kochen. So, die lasse ich hier. Eine haben wir noch. Sehr gut. Okay, das muss ich ja alles nicht mitschleppen, ne? Mehr Platz zum Sammeln, ne? Ja, auch das brauche ich jetzt nicht. Hat nicht geregnet, hier ist auch nichts drin. So. Mist. So, neuer Bauplan. Haben wir auch. Nahrung und Ergänzungsmittel. Gekocht. Gekochte Meteoritenblume. Potassium. Potassium heilt unseren Vertigo-Virus. Meteoritenrebe. Die haben wir gefunden. Genau. Und jetzt kannst du mal gucken. Viren. Vertigo-Virus. Potassium. Dann hau mal rein hier mit dem Scheiß. Jawohl. Der Virus wurde neutralisiert. Wunderbärchen. So, sehen wir uns wieder. Und so, jetzt gucken wir doch mal, wie wir diesen Hyperthermie-Booster benutzen müssen. Hier mussten wir nicht hinein. War, glaube ich, noch weiter hier, ne? Ja, genau, hier. Hier, jetzt müssen wir den wahrscheinlich hier drauflegen. Ne, können wir nicht. Senkt die Körpertemperatur, ermöglicht es hitzeempfindliche Organismen unbemerkt zu umgehen. Also, anziehen. Ah, guck mal. Neue Umgebung erkannt. Naja, Kristalle, ne? Zumindest einer. Was haben wir da? Erste-Hilfe-Kasten? Was Essbares wäre geil. Warning. Oxygen. Ja, ja. So, jetzt brauche ich doch hier drinnen mal irgendwas hier. So, danke. Ach, du ahnst es nicht. Erkunde das Gebiet und finde den Virenträger. Hm. Was bist du denn? Harzapfel, Epoxid. Aha. Heißt, hier gibt es auf jeden Fall nochmal Energy-Kristalle. Oh. Oh, hier unten sind die öfters. Wie lange hält denn dann so ein Hyperthermie-Booster? Überhaupt, mein Bein ist eingepennt. Überhaupt keine Gefühl mehr drin.
Das heißt, ich muss mir nachher noch mal einen holen, ne? Oh, schön. Hier ist noch eine Batterie, eine leere Flasche. So, davon muss ich immer zwei Stück mitnehmen. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe das Gerät oben gelassen. Naja, wir müssen ja noch mal öfter hin und her, ne? Guck mal hier, alles leere Flaschen. Was soll ich denn damit? Wenn die wenigstens voll mit Schnappet wären oder so. Ah, da steht dann wahrscheinlich auch, wie lange das hält mit der Hyperthermie, ne? Ja. Oh, schön. Schön viele Kristalle hier. Da ist auch noch einer. Geil. Das muss ich aber jetzt einmal scannen. Oxygen level is low. Verschwendet der da eigentlich gerade eine Flasche für? Ja. Oh, Oxygen level is low. Kein Thema. Hier. So, ich muss aufpassen mit dem Essen. Ah! Ah! Hilfe! Wer seid ihr? Du musst dich gut vorbereiten. Eieieiei. Ach super, von jetzt an bist du auf dich allein gestellt. Super. Hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Okay. Die tun so tot. Scheiße, ja, ey. Ja, ich muss erst was essen. Bevor ich hier weitergehe, jetzt nimm das Ding damit. Also, da brauche ich auf jeden Fall noch mal ein paar Bolzen. Alter, was eine miese Geschichte. Okay. Wo bin ich hier jetzt schon wieder? Keine Ahnung, aber hier gibt es Armbrustbolzen. Ach, hier bin ich. Ja, habe ich gesehen. Oh, Plastikmüll. Ja, gut. Ob ich das jetzt sammle oder herstelle, ne? Oh, fuck. Ja, die nehme ich noch eben mit. Essensration. Direkt mal essen. Dann können wir doch noch ein bisschen hier bleiben. Aber atmen muss der Gute. So. Ja, was mache ich denn mit dem Scheißviechern da? Die machen mir gerade ein bisschen Angst. Ah, da geht's nicht weiter. Hier gab's auch sonst nichts mehr, ne? Ist das Blaue da? Scanner? Atemnussrebe. Diese Pflanze produziert große Mengen an Sauerstoff. Okay, jetzt nimm das mal. Ah, wahrscheinlich mit dem Messer, ne?
Hä? Wo ist es? Da komme ich nicht dran. Ja, wenn ich mal hier wegkommen würde. Ich hänge noch fest. So, ja, ich mach doch schon. Oh. Meine Güte. Boah, das war aber mehr als knapp. Jetzt will ich wissen, wie komme ich denn jetzt an dieses blöde Zeugs da dran? Hat er ja gesammelt oder nicht? Nö, hat er nicht. So, der eine ist nämlich irgendwie dahinter gekullert, da komme ich gar nicht dran. Und an den komme ich jetzt. So. Atemnuss. Super. Atemnuss habe ich jetzt. Ja, das ist so wunderschön. Ach, guck mal, noch eine Essensration. Jetzt geh doch auch hier hoch, Junge. Naja, jetzt haben wir eine Atemnuss. Da will ich jetzt aber mal... Der hält schon wieder rum, das gibt's doch nicht. So, Ressourcen, Flüssigkeiten, Pflanzenharz, eine klebrige, sehr haltbare Pflanzensubstanz. Sie kann verlangsamt wirken, wenn man hineintritt, aber richtig verarbeitet wird sie zu einem Bindemittel für kleinere Strukturen. Nahrungsmittel, gekocht. Atemnussrebe. Diese Pflanze produziert große Mengen an Sauerstoff. 5 ASA 5 Energie. Stellt das Sauerstoffniveau im Tank teilweise wieder her. Auch immer dieses Atmen. Schrecklich. Das ist so schnell, ne? Ich brauche echt mal, muss echt mal gucken, dass wir hier ein... Ja, Junge, ist ja gut mit der Hüsterei. So, ja. Das ist eine Pflanze oder sowas, ne? Dass man die nicht wieder aufnehmen kann. Und, ich kann gar nicht bis dahin schießen, hä? Das ist ja wieder geil. Das ist ja geil, dass ich mit dem Armbrustbolzen so weit schießen kann. Nämlich gar nicht. Oh, hervorragend. Ich habe noch einen. Naja, gut, nee, da sind auch nochmal 5. Gotteslose Gottesanbeterin. Neue Forschung Fieber, okay. Naturfauna. Essbar? Nein. Gefahr? Lebensbedrohlich. Gigantisches Raubinsekt, das sich unter dem Staub entwickelt hat. Stark territorialer Fleischfresser. Es wird empfohlen, direkten Kontakt zu vermeiden. Ja, und wie soll ich das machen, wenn ich hier weiter möchte? Oh, dieses Atmen, ne? Das ist jetzt schon wieder eine geile Geschichte, weil viel zu kurz. Kannst hier gar nicht in Ruhe arbeiten, ne? Was gab's hier noch irgendwas? Ah, die hatte ich. Das sind doch noch Kristalle, oder? Ja. Unter der Erde. Und wie weckt man die Viecher jetzt? Also ich will das gar nicht ausprobieren. Warning. Oxygen level is low. Was ist das?
Freundliches Insekt. Okay. Wo muss ich denn jetzt zurück? Da. Freundliches Insekt. Natur. Fauna. Freundliches Insekt. Ein Insekt, das in Tunneln unter dem Staub vorkommt. Super. Mehr wissen wir nicht. Und das hört gar nicht auf zu blinken. Also, ich hole mir jetzt mal eben das andere Gerät, was zu essen. Schlaf eine Runde. Mach mir noch eine Hyperthermie fertig. Hier. Für alle Notfälle gewappnet sein. Ne? Da waren wir jetzt vorhin. Boah, gotteslose Gottesanbeterin. Bin ich ja ein bisschen ängstlich, ne? Wir holen unser Handgerät. Ja. Oh Mann, ey. Das war jetzt ein Schock in einer schweren Abendstunde mit den Viechern. Aber ja, wir haben schon wieder gut was erforscht, aber hier heute durchkommen sieht schwierig aus. Also ich muss mir auf jeden Fall nochmal so ein paar Bolzen machen, aber bringt mir nichts, wenn ich nicht auf die Viecher schießen kann. Schmutzwasser rein. Grünkolander raus. Hier einen davon gekocht. Nee, Quatsch. Warte. Den da gekocht, ne? Den essen. Was trinken. Kochen. Hier sind die synthetischen. Hier, so eine Membran. So, Virus analysieren, kennen wir schon, weiter. Eigentlich könnte ich noch mal zwei machen, ne? Ja. So, kann ich schon mal ein Virus bauen hier. Eine zerkochte Mahlzeit, na toll. Ich habe gar kein Wasser mehr. Upsi. So, jetzt haben wir zweimal Virus. Dreimal. Oh. Wieso habe ich den denn jetzt dreimal? Macht der dreimal Virus, wenn ich den herstelle? Okay. Ach so. Okay, dann brauchen wir doch gar nicht. Ach doch. Ich habe dreimal Virus. Wo war denn jetzt die Hyperthermie? Hier hinten? Nein. Hier. Hier. Einmal. So, zweimal. So, schauen wir doch nochmal hier. Die hier. Ach so, Armbrustbolzen wollte ich noch machen.
alles schon wieder voll hier. Gibt's doch nicht. Was wollte ich denn wegpacken? Das. So, zwei Hyperthermie-Booster reichen mir doch. Dann pack den Virus wieder weg. Was brauchte ich denn für eine Kristallbatterie noch? Plastikmüll. Dann macht ihr noch mal eine. So, einmal. Mehr habe ich nicht. Nö. Okay. Printing completed. So, dann haben wir die. Können die wieder raus. Die Plastikmüll kann rüber. So, ich wollte noch hier Armbrustbolzen machen, aber ich habe jetzt noch 8 Stück. Das reicht doch hoffentlich erstmal, oder? Na komm. Mach noch mal 5. Ja. Na guck mal. So, wie viel macht der immer? 3 nur? So, nimm. Haben wir 18. Gut. So, wir haben Essen. Wir haben Trinken gleich wieder. Jo. Energy ist voll. Essen haben wir. Also nochmal wieder runter. Ach hey, einmal gehen wir noch, ne? So, ja, was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist, ich bin nochmal einmal nach oben gefahren und hab hier unseren Handextraktor geholt. Weswegen wir ja eigentlich nach oben gefahren waren. Aber ich muss sagen, dieses Hyperthermie-Zeugs hält echt lange, ne? Das ist schon mal ganz gut so. So, hier, den hier habe ich uns nämlich noch organisiert. So, gucken, was wir hier noch haben. Erkunde das Gebiet und finde die Blabla. Ne, ich habe die Flasche mit dem Harz jetzt unten gelassen. Deswegen. Ah, toll. Hier ist jetzt dicht. Ja, ja. Aber schön hier. Wo auch immer das herkommt. Hier fehlen nämlich irgendwie die Schienen. Wo auch immer das herzukommen mag. Scheint. Es gibt hier gar keine Schienen dafür. Ey! Wo muss ich denn jetzt? Hallo? Dadurch? Ja, dadurch. Ja, 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 ja. Ja, ich mach ja schon. Das ist immer critical hier. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier ein bisschen weiterkomme. Ach, leck mich doch fett. Der hat aber auch immer Sorgen hier mit seinem Sauerstoff. Das ist ja gediegen, ey.
Oh, gerettet. Und jetzt? Habe ich dann im Inventar? Okay. Ach ja. Muss ich den jetzt einfach freilassen oder was mache ich mit dem Viech? Verwenden? Bewegen. Ne. Was kann ich denn damit jetzt machen? Keine Ahnung. Also hier oben sollen wir anscheinend nicht hin. Gut. Ach, wie soll man denn hier in Ruhe erkunden, wenn man ständig Atemprobleme hat? Also hier geht's auch nicht weiter. Darunter möchte ich jetzt aber nicht. Aber das nervt doch, wenn du ständig hier atmen musst. Kommst doch gar nicht voran. So. Vielleicht muss ich doch noch mal. Da war ja noch ein Gang weiter, ne? Nee. Hier kann ich auch irgendwie gar nicht weiter. Nee. Okay, das ist ja eigentlich schon mal cool, ne? Aber wo geht's hier jetzt weiter? Vielleicht muss ich tatsächlich nochmal. Da war ja noch ein Höhleneingang. Vielleicht muss ich da noch hin. Das checken wir jetzt noch eben gemeinsam. Das war da hinten noch irgendwo, ne? Mussten wir hier noch ein Stück weiter gehen. Ist das hier noch Dings? Den kannst du nicht mitnehmen, ne? Nee. Ah, guck mal. Ja. Hier dann mal runter. Kurz geguckt, wo hier so ein Atem. Hier bin ich doch auch schon wieder. Ach Gott. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinem Talent. Und weiß nicht weiter. Da oben waren wir ja auch schon. Hier muss es doch noch irgendwie weitergehen dann. Hä? Oh, moin. Oh. Wer hat's dich denn da erwischt, Jung? Ja. Hier? Hier kannst du ja auch nicht hochgehen, ne? Warning. Oxygen level is low. Ja, boah, geh mir doch auf den Sack. Jetzt bin ich ziemlich überfragt. Geh noch mal kurz hier oben gucken, ob ich da noch irgendwas übersehen habe.
Nee. Hier nochmal lang. Oh, hier ist was nachgewachsen. Sehr schön. So, die muss ich dann kochen oder was? Also nicht kochen. Was ist denn jetzt hier? Kann er nicht. Ne, hier gab es auch nur Kristall. Ach, ich wollte doch kein Harz abfüllen, verdammt. Jetzt habe ich schon wieder eine Flasche versemmelt, ne? Verdammt. Ja, jetzt bin ich gerade mal überfragt hier. Also ich würde hier jetzt erstmal speichern wollen. Ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht oder nicht. Es sieht nicht danach aus. Nö. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, dann sagt es mir doch bitte in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.